Herzlich willkommen zu Set 3.5. Boah. Ich nehme so eine Prismatic Prelude. Type Component Items ist doch lame, oder? Hallo Chat. Hallo. Okay, gucken wir mal. Wir machen heute Set 3.5, dann Civ und dann TFT Co-Stream. Was haben wir da 24-Stunden-Stream? Der ist nächste Woche Freitag, 16.02. Tut mir sehr leid, dass er verschoben wurde. Aber dafür gibt es heute eben diesen Special-Stream. Eigentlich ist Freitag frei, aber wegen der falschen Ankündigung, die leider daran lag, dass ich einfach viele Absagen hatte. Ohoho! Hallo, Herr Bart. Good to see you. Bart kackt XP. Könnten auch Space Pirates spielen, ne? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich ihm zusehe, der 3.5 spielt. Ey, guck mal. Ist quasi eine Entjungferung. Wieso gibt es eigentlich in Set 10 Unique Traits? Das sind ja einfach Passives. Weil ich davon ausgehe, dass es zu viel Text eingenommen hätte. Und das Rides easy way out ist. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Spiele ich hier Space Pirates? Ich spiele wahrscheinlich das, ne? Ah, schon. Das ist schon frech. Und dann probably Poppy einfach für Vanguard. Der wird die Fights vorne länger dauern. Oh, it's disgusting, guys. It's disgusting. Like fish in a barrel. Boah, das ist ja krass, ne? Wenn wir da Mana sehen kriegen. Haben wir nicht. Ich caste die Games von Solo später. Das ist korrekt. Gold Collector schon irgendwie Turbo Bad, ne? Weil das ja noch alles auf ADs gilt, aber in dem Set scannen ja nur Auto-Attacks mit ADs. Da fragen wir uns ein bisschen, was das bringt. That was a bit sad. Ja, ist halt jetzt alles ein bisschen widersprüchlich, ne? Weil auf der einen Seite will ich offensichtlich Fights gewinnen. Und auf der anderen Seite will ich das ja scheinbar so gar nicht. Bei Bart gewinnt mir natürlich keine Fights. Aber der Gold-Collector will das. Es ist halt krass unterschiedlich zum ursprünglichen 3.5 mit den neuen Spielmechaniken und anderen Items und so. Ja, aber es fühlt sich ganz, ganz annehmbar an. Also es ist natürlich anders, ne? Don't get me wrong. Aber ich würde jetzt nicht sagen, schlechter. Irgendwie meine Poppy nicht mehr überlebt, bis der Hammer zurück ist. Jo, ich habe das Gefühl, der ist nicht glücklich. Ist aber nur mein persönlicher Eindruck. Ja, ich krieg keine Frontline zusammen.
Also im Best Case ist der ein bisschen tanky, ist die ein bisschen tankiger. Aber wir haben irgendwie alle ganz schön krasse Boards. Wir sind halt 5 in 2, 5. Weil die Bard ist so übel nice. Yes, yes, yes. Und normalerweise willst du dann halt vorne einfach Tanks hinstellen, damit die Fights dann gehen. Okay, also wirklich, also du hast 3 Hex Range. Na gut, das ist sogar alles legitim, was er tut, aber es nervt mich trotzdem. Okay, Leona ist besser, ne? Die hält ein bisschen mehr aus. Wir haben bis jetzt nur ein Gold bekommen. Ist halt nicht so schön. Ist aber hier schon der Versuch einfach früh Bard 2, ne? Bard kriegt additional Mana per Auto-Attack. Am Anfang sind es 5, das heißt er macht 15 pro Auto-Attack. Und auf Stufe 2 macht er dann 20 zusätzlich, das heißt 30. Ich caste die GSC heute. Was muss ich in Titel schreiben, damit das klar ist? Das ist jetzt die zweite Frage, das ist gar kein Problem, aber wie könnte ich es euch leichter machen? Ich habe kein Problem mit den Fragen, aber ich würde euch das Leben natürlich gerne erleichtern. Ein Titel rein, TFTM, Quali cast um 16 Uhr. Das ist auch völlig okay. Ja, ich caste heute. Ich caste übrigens nicht den Rest des Wochenendes. Aber ich caste heute 4 Games. Für euch, live und in Farbe. Wenn wir so bitte aufhören, meinen Bart zu hitten. Oh, guck mal, da kam 2 Gold raus, wegen Space Pirates und Collector. Oh, jetzt sind wir aber online. Jetzt geht es aber los hier. Malphite hat einfach ein Scaling. Nice. Mal schauen, wie die Franzosen in Deutschland am Schluss von Tag noch übrig sind. Das ist immer eine spannende Frage, ja. Bin ich auch gespannt. Wir sind recht vermögend. Das können wir sagen. Und wir haben natürlich hier nochmal 4 extra XP. Und es werden wohl auch 4 bleiben, wa? Ja, fast hätte der Bart einmal gecastet. Ah, we try it. We tried. Oder tried it. Was auch immer. I have my orders. Yes. Ja, das jetzt auf Darius swappen wäre ganz cool, ne? Das normale Set spielt aktuell nur Double Up, oder? Nee, das ist nicht so richtig. Ich spiele das normale Set auch so. Aber Double Up wird jetzt eh verschlimmbessert. Mortok hat sich dem Ganzen angenommen. Da eine Änderung reingebracht, die ich leider gar nicht befürworte. Aber so ist er manchmal. Mortok nimmt und Mortok gibt. Moin Johnny, wie spielt Pool-Size-Änderung auf Set 3.5? Nee, mit den Strength nehmen wäre, glaube ich, terrible. Also es ist nicht gebalanced, aber es ist halt witzig. Aber im Ranked hat das aus meiner Sicht nichts zu suchen. So. Was passiert in Double Up? Man kriegt nicht mehr so viele Spatulas. Och, der ist AFK.
der Schlingel. Ach, ich muss echt aufhören, den unten rechts hinzustellen. Der kommt nie zum Auto-Attacken. It's so sad. Der ist übrigens AFK und besiegt uns trotzdem. Das sagt, glaube ich, eine Menge über unser Power-Level aus. Oh nein! Na komm. Ich fände Tiny Nee, es ist der letzte Champion-Duplikator hier. Weil darüber kriege ich jetzt ein Bar 2. Was insane ist. Jetzt habe ich irgendwie einen Rakan zwar, jetzt muss ich ein, zwei Mal rollen, bis ich einen weiteren Protector habe. Das war jetzt nicht so spaßig. Weil es deutlich teurer war, als mir lieb war. Aber so ist es manchmal im Leben, ne? Vor allem für Combat. Du meinst für Content, oder? Aber ja. So, und jetzt sehen wir hier, ne? Guckt euch diesen Mana Gain an. Zwei Auto-Attacks, zack, Ult. Jetzt braucht er leider drei, aber das ist okay. Drei Auto-Attacks sind's. Aber weil er mit ein bisschen mehr Mana ja startet, ist es am Anfang ein bisschen. Braucht es ein bisschen weniger. Und dann haben wir vorne einfach schön Tanks. Und dann geht's ab. Best Case wäre natürlich jetzt noch Astro, ne? Boah. Der wäre lecker. Ja, ich glaube, Teambuilding war schon richtig hier. Ich habe ein bisschen zu viel gerollt für einen Protector. So. Bar 3 ist halt so ein Waste, ne? Weil du irgendwann Level 10 bist. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen vermessen, jetzt zu denken, es ist ein Waste, weil wir irgendwann Level 10 sind. Aber die Idee ist, Space Pirates geben uns Money und Astro gibt uns XP. Guck bitte, Rakan. Nein! Du Arschi! War eigentlich ein ganz cooles Positioning von ihm. Weil es den... Also der Blitzcrank guckt und die Sniper aus der anderen Ecke fokussen. Okay, Rakan ist wirklich ein dummes Stück Scheiße. Entschuldigung. I don't know. Mehr Tech Speed. Mein Gott. Die Fragen heute. So, das spielt heute um 16 Uhr. Wenn du in den Titel schaust, siehst du es auch. Herr Swaglord. Kannst du dann neben Solos eigener Sicht dann natürlich auch hier ganz entspannt schauen, wenn dir danach ist. So, wie löse ich jetzt mein Blitzcrank-Wacko-Hook-Problem? Ich spiele einfach nicht gegen Blitzcrank. Jetzt mal ewig zugeschaut. Sehr schön. So lobe ich mir das. Und schon hast du dich rehabilitiert. Ja, Swaglord. Herr von und zu Swaglord? Man weiß es nicht, ne? So, hier, nimm mal Crit und mach was. Freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Sag ich, wie es ist. Zack, zwei Auto-Attacks. Eins da rein da. Das Problem ist echt, dass er hier drei braucht. Ne? Wenn er noch mehr AP hätte, wäre das nicht so. So, und jetzt wieder die Idee, wir gewinnen zwar Fights nicht, aber wir machen Fights lange. Lange Fights bedeutet viele Ults für Bart. Und witzigerweise sogar Gold haben wir auch noch bekommen. Rakan hat nicht so Lust zu tanken. Ne? Der springt da in der Gegend rum, der hat da Spaß für die ganze Familie. Aber ehrlicherweise hilft der nicht so wirklich.
Die faule Sau. Die haben irgendwie nur noch 44 AP, ne? Ja. Ihr versucht mich alle zu ärgern. Aber es ist okay. So, Plan ist, 4-1 ein bisschen zu rollen, zum Stabilisieren. Irgendwie an Astro ranzukommen. Wahrscheinlich müssen wir ja Astro-Sniper spielen oder so einen Scheiß, ne? Ich habe heute auch wieder Ex zu verlosen. Während der Games. Das wird super. Also der Fight hier nicht. Oh, ich denke, das ist klar. Ja, 33 HP, Bart ist cool, aber ja. Bart bräuchte auch ganz dringend mal Freunde. Und die hat er hier nicht. Wir müssen auch ein bisschen gucken, was jetzt passiert. Also ich denke, Darius 2 könnten wir hier spielen. Und Darius 3 sind wir halt leider noch sehr weit weg. Aber jetzt sind wir 7. Digga, aus 7 rollen wir jetzt einfach ein bisschen. Ich will aber auch nicht gewinnen, ne? Okay, diesmal sollten wir... Der AFK hat immer noch mehr HP als wir, by the way. Das ist nicht so gut. Junge, dieses Rumgepinge, ne? Ja, es ist maybe einfach Combat Caster. Und dann wird das hier ein 4-3 All-In. Was denkst du dazu, wenn Leute immer die gleiche Comp gehen? Jeder soll das spielen, was ihm Spaß macht, ne? Wenn für dich Spaß bedeutet, den ganzen Tag dieselbe Comp zu spielen, so, dann be my guest. Mach das einfach. Lass dich da nicht irgendwie belabern. Das ist völlig in Ordnung. Man darf auch einfach Spaß haben, ohne dass man da immer flexibel sein muss. Snickers, danke dir für deinen zweiten Monat. So, was machen wir jetzt? Aha, guck mal, du huckst Bart, aber ich habe 2 davon. Du Idiot. Okay. Das war doch ein bisschen was an Money und an XP. Da können wir doch mit leben. So, dann müssen wir jetzt schön aggressiv sein, Teemo hitten, Jhin Teemo spielen und dann wird das schon irgendwie noch, ne? Guck mal. So. Ja, jetzt sollte ich wahrscheinlich eher Jhin spielen.
auch nicht genau, warum ich das nicht getan habe. Ich meine, ich habe das natürlich perfekt geplant, um hier den leichten Pfeil zu nutzen, um richtig XP zu drucken. Ich wusste, ich bin stark genug und habe entsprechend reagiert. Boah, was für eine Mietarmee, Alter. Machen wir so, machen wir so. Spielen wir jetzt Jhin und dann wird Jhin hier Secondary Carry. Und dann hinten raus einfach noch mehr Sniper, I guess, ne? Ui, was für ein Roll. Ah ja. Der stand uns tatsächlich ja noch zu. Spielen wir hier, der zeigt dann mal 4 Vanguards. Dann spielen wir irgendwann Kate. Die gibt uns noch Sniper Chrono. Dann spielen wir wahrscheinlich 4 Sniper hinten raus. Ich weiß nicht genau, warum ich mir jetzt hier noch einen Jace gönne. But we do it. Weil eigentlich ist... Also 4 Vanguard ist es glaube ich nicht, sondern man spielt halt irgendwann den Nah. Der schon extrem gut ist. Kurz aus, als würde mein Jhin heilen. Ludo wäre auch cool, ne? Oh mein Gott, danke, ich würde unbedingt Bart's Riester sehen. There you go. Der war ein Vanguard, ne? Mm. Well, that was a bit stupid. Naja. Können ja auch nicht alle klug sein. Müssen ja auch einige blöd sein, damit der Rest richtig klug rüberkommt. Ja, die Pilze müssen hier jetzt gut Work machen. Und irgendwer muss die Ash Arrows möglichst lange tanken. Bart ultet halt nach jedem Auto-Attack, das ist super. Da haben wir schon 30 XP rumliegen. Das ist natürlich schmackhaft. Komm mit dem Zwiebel-Outfit. Der hat hier auf jeden Fall einiges an Support. Ja, ich glaube, ich muss ja eigentlich schon rollen für Jhin und Teemo Twostar, ne?
Ich befürchte, es macht hier ehrlicherweise auch einfach gar keinen Unterschied. Wen hook ich denn? Soraka, ja. Kann man, denke ich, machen. Ja, da habe ich nochmal kurz rübergezogen. Aber mit der Idee, Sniper macht mehr Damage für mehr Abstand zum Gegner. Das heißt, in der anderen Ecke zu stehen, ist schon mit Abstand das Klügste, was man machen kann. Oh mein Gott, der hat meinen Main Tank gewonshottet. Oh mein Gott, er hat auch alle anderen Tanks gewonshottet. Oh mein Gott, mein Narr hat den in meine Backline geworfen. Also. Junge, also nee, halt, stopp. Der. Warte, was? Der one-shottet das einfach clean, oder was? Und das habe ich dann zu akzeptieren. Ich muss irgendwie eine Kate finden, ne? Okay, aber die Nah-Ults sind schon alle extremst bad, oder? Also, bitte mir doch nicht ein. Über den Teemo-Damage würde ich auch zumindest gerne mal reden. Aber ist halt auch Teemo 1. Freddy, danke dir für dein Twitch Prime. Boah. Guest Randomized Items, ne? Puh. Ja, also wir brauchen Wukong 2, Teemo und Jhin 2. Dann will ich eigentlich sogar Wukong droppen, nachdem ich nur auf 2 habe. Das ist ein ganz klein bisschen cringes. Ich will eigentlich die Tank-Items später auf Wukong. Also die Nah-Ults, ne? Die sind irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Aber eher auf Seite des Wahnsinns. Nee, der Nah kriegt die Items von Wukong. Die kommen vielleicht ja eigentlich nochmal ein bisschen umbauen. Aber dafür brauche ich halt eine Kate. Eigentlich gehen Wukong, Jace hier raus und dafür kommen Ashe und Kate. Ja, wir forcen das jetzt einfach irgendwie mit zwei Snipern. Das war ja eine brillante Idee von mir. So, mein Bart spielt weiter Gangplank Magnet. Blitzcrank Magnet, ne? Er soll einfach den ganzen Tag gehuckt werden. That's completely fine. Ja, und Teemo 1 zu Teemo 2 ist schon ein ordentlicher Damage-Unterschied, ne? Von 125 AP Scaling auf 200 hoch. Das macht was.
Jace raus. So, und wenn man gewinnen will, dann müsste man jetzt eigentlich den Bart langsam sellen, ne? Aber es fühlt sich wie Verrat an dem eigenen Vater an. Wir haben halt nur 4. Okay, na, Moment, wir sind dead, ne? Das ist der Darius, der Killer aller Unschuldigen. Unschuldigen. He dead? Ja, ich wusste ja schon immer, dass wir den komplett im Griff haben, den Jungen. Ja, gut. Das ist natürlich eine Problemlösung. Timo hat ein bisschen Damage dabei. Level 10 in 6,5. Ja. Bart hat Bock. So, schön für Thumbnail. Nur falls wir jetzt sterben. Oh. Jetzt ist schon final, ne? Ah, ich hätte Bart zählen sollen. Naja. Geht auch schön auf mit den Trades, ne? Macht mich glücklich. Okay, da wollen wir mal gucken, ne? Blitzcrank guckt erstmal was und dann machen meine 4 Sniper Sachen. Wir sind Level 10. Da passieren Dinge. Alles fliegt in die Luft. Und er FF't. GG, meine Damen und Herren. Set 3.5. Der Beste. Der Schönste. Bart aller Zeiten. Ja, am Ende verkauft man Bart dann eigentlich, ne? Weil der keine. Die Miebs kannst du nicht verkaufen mit Gold oder so. Dafür hätten wir die Sorake gespielt. Dann hätten wir ja trotzdem immer noch 2 Mystik gehabt. Aber halt eben eine Soraka, die dann ein bisschen mehr Value hat. Ansonsten sehr nice. Collector war nicht so geil, aber wir haben halt ein bisschen gegambelt, ne? Aber Bart, aus dem Anfangsdrop, delicious. Delicious, meine Damen und Herren. In dem Sinne, da war eine weitere Runde Set 3.5. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut unbedingt auch auf dem Zweitkanal vorbei. Peace.